schlechtes Signal, 51, aber ein schöner Fund. 51 Alu. Ich will ja nichts sagen, aber das schimmert raus, als wäre das aus Silber. Man sieht so eine grüne Patina. Oh doch, die ist alt. Ja, hier kannst du ein bisschen vielleicht vom Wasser was nehmen oder so. Wir bräuchten so ein richtiges Sprühwasser-Ding bräuchten. Ja, was der Yellow Duck, Digga, hat. Ja, das von Sonnenhänger schon. Ja, die ist vermutlich aus Silber. Auf jeden Fall ist er alt. Ja, das ist richtig alt. Aber schade, ein bisschen schmutzig. Die musst du erstmal sauber machen. Wahrscheinlich ein niedriger Silberwert. Soll ich mal? Wenn überhaupt, denke vielleicht eher Alu. Mm-mm. So weit alt, das ist nicht aus Alu, das ist aus Silber. Und die ist alt. Aber gut, das hatten wir ja schon gesagt. Ja, würde ich gut finden. Wenn du die dann sauber gemacht hast, dass du mir das vielleicht einfach ein Foto schickst oder so. Dann kann ich das im Video mit einbauen. Oder? Das kann ich machen. Hier haben wir direkt wieder so neben der Münze das gleiche Signal quasi nochmal. Die ist auch aus Silber und die ist auch richtig alt. Nicht rein. Herzlichen Glückwunsch, sag ich dazu nur. Das hat sich jetzt schon mega gelohnt für dich, alle Tier. Sehr cool. Darf ich die mal filmen? Also ich kann auf der Schnelle nichts erkennen. Man wird auf der Kamera wahrscheinlich noch weniger erkennen. Aber wir werden euch natürlich jetzt gleich, denke ich mal, ein Foto einblenden, um was es sich dabei gehandelt hat. Es sieht sehr, sehr schön aus, sehr alt und auf jeden Fall aus Silber. Und die zweite auch noch mit einer grünen Patina. Sehr, sehr cool. Also wirklich sehr gut. Also 15. Jahrhundert ist mindestens. Siehst du, die Spule ist richtig gut. Die hätte ich auch mit der anderen. Das lobe ich nicht. Wirklich nicht. Ich finde die Spule besser. Das wird wahrscheinlich auch noch mal was sein. Soll ich auch noch mal rüberschwenken? Ja. Geht weiter, da sind noch mehr Signale. An der gleichen Stelle. Vorsichtig abheben. Ach, noch eine, oder was? Eine kleine, auch aus Silber. Guck mal da hinten, ein Reh. Die hätte ich mit dem Nocta nicht gefunden. Die hätte ich vorhin auch gar nicht gegraben. Mit dem Nocta? Was? Mit der anderen Spule. Vermutlich dieselbe Währung, Silber, Alt, Kleen. Sieht so weiß aus. Das ist, weil sie jetzt da beide drauf leuchten. Also das ist ein, denke ich, ein niedriger Silberanteil, aber auch, dass die richtig scheiße alt sind. Ja, da machen wir schöne Fotos dann. Ich freue mich wirklich, dass das jetzt... Dass du nicht umsonst jetzt mitgekommen bist und Teig mir wünscht, dass du was Cooles findest und... Darf ich das graben oder ist das deins? Das ist deins, oder? Nee, wirklich, sag jetzt. Nee, ich lass dir das, ich will das nicht graben. Auf jeden Fall ist hier ein Signal. Ich hab hier noch Silber.
Das ist auch so ein Signal. Ja, das ist vermutlich wieder so eine Silbermünze. Also das ist heute ein richtig schöner Sondelausflug. Die Funde kommen hintereinander. Und dann auch noch so eine guten Funde. Alte Silbermünzen, SS-Marken, Gasmaskenbehälter. Abwechslung und ich glaube, die ist hier an der Seite, deswegen. Ich will immer ringreifen. Ist noch tiefer. Weg. Da ist er. Boah, die ist aber groß. Alter, du Schwein. Jetzt reicht's langsam mal. Wollen wir mal ein Foto machen davon, wie das so drin ist? Davon kannst du ein Foto machen. Kannst du mit deinem Handy machen. Leuchte mal von deiner Seite. So. Dann krieg ich den Schatten von der Handy weg. Ja, so ist gut. Was ist das? Ja, das ist eine fette Münze. Die ist total verbogen. Alter. Die ist aus Gold. Meinst du? Die schimmert Gold. Sag das nicht so laut. Das war mein Signal, du Schwein. Es reicht, wenn ich einen von euch vergraben muss. Jetzt her. Nicht da mit so einer Riesenbürste. Die ist doch aber aus Tierhaar. Ganz weiches. Ach so, okay. Die ist weicher als die Zahnbürste. Ja, dann mach. Hier, nimm du. Siehst du das, dass das golden rausschimmert? Ja. Entweder ist die komplett gold. Kannst du nicht mal am oberen Rand mit dem Fingernagel ein bisschen... Nein! ...den Dreck runterholen. Nicht da. Ich meine seitlich, so. Wenn das gold ist, kommt das raus und dann ist das gleich golden. Silber. Aber die kann man, könnte man schon identifizieren, wa? Ist gut zu erkennen. Irgendwelche Spielmarken, das sind doch keine Münzen. Du. Ja, die ist auch Silber und Gold auf dieser Seite. Wo ist denn eigentlich die Kamera ausgerichtet? Ja, das ist okay so. Oder? Das ist nicht gut. Doch, das ist okay. Gut, jetzt ist gut, das hat sich jetzt gelohnt für dich, jetzt kannst du gehen. Jetzt wird langsam mal Zeit, dass ich auch mal was finde. Deine Finger, das kannst du suchen. Ja. Ja, eine Dose. Was hast du denn da für einen Schrott? K98. Hufeisen. Sehr gut. Glück muss man haben. Also anhand der Nägel erkenne ich, dass diese Hufeisen 1583 im Februar geschmiedet wurde. Ich widerspreche dir. Okay. 1583 März. Wirklich? Woran erkennst du das? An den Nägeln. Ach so. Du Amateur. Oh, was hast du hier alles gefunden? Schwein. Wo ist denn meine... Scheiße, wo ist das denn? Also hier ein paar Zinker, Reichsgeld und zweimal Kupfer. Vermutlich Kupfer-Nickel. Da ist irgendwo noch einer mit dem... ein Fünfer mit dem breiten Adler drauf. Ja, das wird der helle da sein, oder? Der ist das. Ach, der. Und was ist das? Das ist ach, das ist ja Weimarer. Weimar. Und das ist... Oh, das sind zwei. Okay. Zwei gute. Das lag alles hier in diesem einen Loch? Ja, eins da und der Rest hier. So, meine ich Lampe macht. Ich muss neue Batterien drin machen. Hast du Batterien? Ja, im Rucksack, keine Akkus. So, wir sind jetzt immer noch in dem Wald unterwegs, wo die ganzen Münzen und alles kamen und die Gasmaskenbehälter. Ich habe
gerade eine kurze Pause gemacht und eben mal auf den Kompass geguckt, damit wir hier nicht im Kreis laufen. Und genau wo ich hier, also ich habe meinen Detektor hier gerade am Baum gelehnt, gehabt, habe auf den Kompass geguckt, will loslaufen und dann piept es vor meinen Füßen. Und da ist das Objekt und es sieht sehr schön aus. Liegt hier einfach so drin. Das ist richtig schön. Ein altes Taschenmesser. Mit Korkenzieher dran, mit ganz schöner, ja, mit ganz schönen Mustern und Verzierungen. Sehr cooler Fund. Da freue ich mich, dass ich mal wieder so was Schönes finden konnte. Das ist ja nicht mal Silber. Was ist das überhaupt? Weiß ich nicht. Dann dreh doch kein Video. Das ist ja nicht mal Silber, der Batterie, Mist. Batterie-Unterteil. So eine Ostbatterie. Ja, Müll. Zeig mal, wie wir aufbeißen. Willst du filmen? Will jemand mal filmen? Dann kann ich es mal sauber machen. Nö. Oh. Was ist das? Moment, wir verwenden das Coinpad. Dann legen wir mal die anderen Kackfunde hier so beiseite. Ich will die Nummer ein bisschen sauber machen. Die kam sehr hoch drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Silber ist. Ich kann hier eine Krone erkennen. Siehst du das? Die kennen wir, die Münze. Das ist so ein... Eine Scheidemünze. Drei. Die werde ich reinigen. Da habe ich schon ein paar gereinigt. Die werden wieder richtig gut. Also rubbeln wirst du die. Wirst du sehen. Da ist der Knopf. In meinem nächsten Video. Rubbeln. Sauber rubbeln. Petri. Genau. Petri. Petri Arsch. Hau und tot. Hau drauf. Könnte das vielleicht ein Mensch gewesen sein? Das sind die Beine. Nee, das ist ein Bräuter. Dreh's nochmal um. Bräuter. Das ist ein halbes Huhn. Das ist ein Bräuler. Das ist ein Stück vom Preußensammler. Oder das war Zorni. Auf jeden Fall war ein kleines Wesen mit Hörner. Also vermutlich ein Teufelswesen. Ein Troll. Das ist hier diese, der Tasmanische. Was lebt halt im Wald und vor allem kommen die immer im Dunkeln. Na, Problem ist, wo eigentlich verlieren die ja nur ihr Geweih. Aber der das ist übrigens der Mund hier. Das ist der Mund? Ja. Das hier unten ist ein Zahn, diese Spitze. Kannst du noch eine Suppe drauf kochen? Ich mach das hier dann da rein. Was hast du da Schönes gefunden? Ein Knopf. Da ist irgendein Wappen drauf oder so, oder eine Krone. Eine Krone. Dazu noch ein Fetzen Leder. Stimmt, eine Krone. Oh, schade, hinten ist schon das Ding ab. Hier. Und ein Stück Leder. So, ich habe jetzt hier umgesondelt in dem Bereich, um mir Hunde zu klauen. Wie ich das immer so mache und habe jetzt auch einen Knopf gefunden. Ja, ist der gleiche Knopf und hier ist wieder diese Krone zu sehen und da oben wie so ein Kreuz. Scheinen sehr alte Knöpfe zu sein. Interessant, hier machen wir weiter. Ich muss dir leider enttäuschen, die ist nicht echt. Ja, ich glaube auch, die ist nachgemacht. Ne? Den Fünfer hebe ich mir noch auf. Die hat aber eine schöne Patina, ey. Ratze, Finger weg da. Die werde ich auch gar nicht putzen, Alter. Du hast sie erwischt? Ja, ich habe sie erwischt. Scheiße. Dein erste zwei Reichsmarkstück, du hast es erwischt mit so einer unverwechselbaren schönen Patina. Alter, ich habe hier gerade 10 Zinker ausgegraben. Na, aber das ist jetzt nicht in Ordnung, sowas. Ja, die popel ich da wieder drauf, die Patina. Nee, du hast voll das Silber, das ist entwertet. Ja, ist mir scheißegal. Ist Lass mich doch mal angucken. Alter. Nein.
Jetzt hör doch auf, da rumzureihen. Macht man noch nicht. Weiter unten anfassen. Geht ganz leicht auf. Ja! Nur weisen. Schön, die ist richtig grün. Ja, die ist richtig geil. Hier, mach mal noch sauber ein bisschen. Brauche ich nicht, das ist sauber. Mach die sauber, ich will die filmen. Fotografieren und vor allen Dingen will ich die haben. Da freue ich mich ein bisschen. Doch. Ja, das ist... Da wirst du dich für immer ärgern. Ja, ich weiß. Für immer wirst du dich ärgern. Dass du, aber freu dich, dass du wenigstens die Seite mit dem Adler nicht zerhackt hast. Ja, das habe ich auch gleich gesagt. Gott sei Dank die andere Seite. So kannst du dir den hinstellen, aber so nicht. Oh. Scheiße. Aber mach ich jetzt mal erstmal ein Foto von. Guck mal, was der gefunden hat. Was denn? Nanu. Ich freue mich. Habe ich übrigens auch erst nur 30 Stück. Nee, ich glaube, zwei oder so. Sonst habe ich nur 5er immer gefunden. 1000er! Oh, geil! Ein Findling. Ah. Was hat denn der für einen Leitwert? Ey, da ist was drin, ich schwenk da rüber. Das ist. Nee, so nicht mit Metalldetektor, muss man rübergehen. Ja. Ups. Doch, guck. Da ist Gold drin. Nee, ohne Scheiß. Hier, schön. Das waren die Dinger, die ich vorher hatte. Hast du aufgehackt? Ja, Mann. Sag's mal. An der Seite. Schön, ja. Das sind die mit den schönen Adlern, mit den großen. Das ist ein 38 oder so, ne? Ja, ja. Hier, alles voll mit Zinker, ja, 1938. Jetzt zinkt die mir, schmeißt die da so lose da drin. Ich will ein Foto machen. Hast du keine eigenen Funde von den Fotos? Ja, wie soll ich denn das Video einbauen, wenn die Leute das Objekt nicht sehen können? Nein, ist doch gut, ist doch alles in Ordnung. Ja, dann nimm mal. Da hast du die ganzen Zinker gefunden? Da, hier vor dem Baum. Und ne, hier waren auch 3 oder 4. Ja, der musste dann noch hier. Hier sind noch 2 Signale, wo. Oh, interessant, da werde ich gleich mal schauen. Ich verpissen kannst du hier. Nein. Oh, das ist ein bisschen schön geworden, das Foto. Ja, das geht so nicht. Das freut mich. Von der Seite irgendwie. Nee, so nicht. Ich hab du musst leuchten. Da war gut. Nee, ein bisschen weiter weg. Musst du vielleicht ein so bisschen... So wie die Ader, die gesessen hast. Genau. Vielleicht musst du sie nass machen. Was ist denn für eine Kamera? Muss man die immer so dicht dranhalten? Ja, die kann das. Das ist ja das Gute daran. Muss auf Makro schalten vielleicht. Ah, die ist auf dem falschen Modus. Ja. Ah, jetzt. Frag den Profi. Geh die doch mal um, dass man den Kratzer noch ein bisschen sieht. Ich brauch doch Licht, Mann. Aber jetzt muss ich mal ein richtig schönes Foto machen. Alter. Oh, das ist schön. Ja, wenn das scharf gewesen wäre, wäre es schön. Warte, noch nicht drücken. Ich kann noch nicht drücken. Ist doch auch nicht schlecht, Junge. Noch nicht drücken. Warte doch mal. Ja, warte. Ich seh das doch. Ach so. Jetzt. Aber so wart doch gut. Zurück wieder in die alte Position. Jetzt machen hier 3 Leute ein Foto. Und so schön. Ja, das ist schön. Nein! Mann, das sieht man nicht. Das werden wir schön einen roten Pfeil noch hinmachen. Bling, bling. Aber hier, guck mal, der kleine Marienkäfer hat mir Glück gebracht. Oh, mach den mit darauf. Den habe ich in seinem Winterschlaf geweckt. Oh. War der noch nicht so. Nicht so schnell. Oh, Scheiße. Lass ihn doch mal, der stirbt, ey. Jetzt wird er gleich wach und dann ist er grimmig. Und jetzt bitte das richtige Licht. Du musst die Marienkäfer über den Kratzer setzen, Mann. Ja. So. Warte, noch nicht drücken. Geil. So. Das geht noch besser. Noch nicht drücken. Warte doch mal, bis ich die Einstellung habe. Nee. Ey, jetzt. Er ist aufgewacht! Nein, er läuft da! Ey! Was hast du getan? Nix. Hast du. Los, geh auf den Kratzer. Ja, ja.
Der denkt auch so, scheiße, es ist Frühling, ich bin noch müde. Hast du die Wärme mit deiner Lampe? Es reicht. Moment, ein Foto noch. Komm, ich finde gleich einen Fünfer, dann kannst du den auch noch mal knipsen. Ja, den will ja keiner sehen. So ist gut, oder? So ist gut. Top-Belichtung. So, hier, nimm mal deine Kamera. Das mache ich jetzt auch noch mal. Oh, jetzt der hat heute richtig abgeräumt, der. Naja. Ist doch du so. Du hast auch schon gut gefunden. Was habe ich denn heute gefunden? Jetzt ist er mal eh mal hier selber froh, dass er. Nee, ich freue mich doch, dass der jetzt was gefunden hat, damit er nämlich nicht nachher auf der Rückfahrt ich verdroschen werde von ihm. Ja, das kann er trotzdem machen. Ja, aber sowas zum Beispiel finde ich auf meinem Acker nicht. Ja, ich finde halt irgendwelche uralten Silbermünzen von 1600 irgendwas, schlag mich tot, wo du nichts mehr drauf erkennst. Ja, und die sind kacke und wir wollen halt schön Reichsgeld mit haben. Ich wollte mal unbedingt sowas finden, dafür bin ich hingefahren, ja. Die sind schön, ja. 900er Silber. Logik. Ne, die nicht. 800er. Ich glaube, die sind weniger, hat zumindest der Schlaumeier Dan gesagt. Die 5 Mark, die haben 90%. Und die sind ein bisschen weniger. Ich glaube, das ist auch ein 900, muss man mal googeln. Ich muss jetzt nochmal rübergehen. Na gut. Ich muss erstmal den kleinen Glücksmarienkäfer woanders hinsetzen, damit ich nicht drauflatsche. Schöne Knöpfe, Alter. Auf jeden Fall, das ist jetzt schon der dritte. Aber die kommen recht niedrig rein. Ja, ich buddel so. Mit 51, 52. Ja, leg mal hin, bitte. 82. Bei dir kommt der so hoch rein. Ja, du hast ihn jetzt ausgegraben. Ich werde mal ein Foto machen, weil der ist auch richtig schön erhalten. Der ist richtig geil. Und der hat eine richtig schöne Patina auch. Leider sind die hinten immer so verrostet. Das ist. Was war das denn? Ja, wenn wir es rausfinden, was es war, dann werden wir es ins Foto mit reinschreiben. Ist doch auch richtig so, wir sind ja auch weit gefahren. Ja, das freut mich richtig mit der Münze. Ich habe mich auch über die Silbermünzen und das andere Ding gefreut. So, ich wollte jetzt mal eine Live-Grabung machen, weil ich vermute, ich habe wieder hier so einen Knopf. Und hier hat es wieder so einer. So ein schöner Knopf mit so einer Krone mit einem abgeknickten Kreuz. Und der Kollege da hinten hat anscheinend auch irgendwas gefunden. Und jetzt gehe ich mal kurz dahin gucken. Und da geht Part 2 auch schon zu Ende vom Ausflug im SS-Wald. Und wir haben noch einige Sachen gefunden, wie ihr hier sehen könnt. Aber ich will jetzt erstmal ganz schnell mit dem Gewinnspiel weitermachen, denn ihr wollt sicherlich wissen, wer den Rucksack gewonnen hat und wer dieses Spray hier gewonnen hat. Und das machen wir jetzt als erstes Mal. Endlich ist es soweit. Ich werde jetzt den Rucksack verlosen. 1000 Jahre hat es gedauert und dafür möchte ich mich entschuldigen, dass es übelst lange gedauert hat dieses Mal. Aber leider ist es manchmal so im Leben. Manchmal kommen einfach Dinge dazwischen, die das alles verzögern und dann sind schnell mal 2-3 Wochen um und dann ist auch schon wieder ein Monat rum. Aber ich will jetzt nicht lange um heißen Brei rumlabern, ich werde jetzt den Rucksack verlosen. Dazu verwende ich dieses Rad, das ist so eine Art Glücksrad. Da werden einfach alle Namen reinkopiert und dieses Rad wählt durch Zufall einen Namen aus und derjenige gewinnt den Rucksack. Und es kann nur einen Gewinner geben, eine einzigste Person gewinnt diesen Rucksack heute. Und ich scroll jetzt einmal von oben nach unten durch, damit ihr sehen könnt, dass ihr alle dabei seid. Und mal sehen, wer da alles mitgemacht hat. 125 Leute sind das insgesamt. Wenn euch das Scrollen zu ruckelig ist oder zu schnell, dann könnt ihr einfach pausieren. Da sieht man Yellow Duck Digger, Team Dosenbier, Festung Harz und auch Meister Clip, einer meiner allerersten Abonnenten. Und jetzt drücke ich aber auf das Rad und wir sehen, wer den Rucksack gewinnt.
Thomas Siebert. Ja, Thomas Siebert, was musst du jetzt tun, um den Rucksack zu bekommen? Nicht viel, du musst einfach nur an die eingeblendete E-Mail-Adresse da unten eine E-Mail schreiben und da besprechen wir dann einfach, wie es weitergeht, wie dir den Rucksack zukommen lassen kann. Ja, und jetzt machen wir aber direkt weiter mit dem nächsten Ding, nämlich ich habe ja noch das Spray. Und bei dem Spray, da gibt es auch ein paar Leute, die mitgemacht haben, die das gewinnen wollen. Im wahrsten Sinne des Wortes ein paar Leute und dann schauen wir mal, wer das gewinnt. Was muss ich denn sagen? Heute wird das Spray verlost. Was ist denn das für ein Spray? Sag mal. Dark Age Fast Cleaner. Das wird heute verlost. Zwischen Treasure Hunter Nord und Yabi. Yabi? Ja, was denn? Ja, drück mal! Ui, das wird knapp. So, der Treasure Hunter Nord. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja. Treasure Hunter Nord, schreib mir auch einfach eine E-Mail. Ich blende die unten ein und dann reden wir darüber, wie ich dir das schicken kann. Und jetzt geht das Video aber langsam zu Ende. Kommen wir nochmal ganz schnell zu den Funden. Und zwar seht ihr hier, dass wir hier noch ein paar Wehrmachtsknöpfe gefunden haben. Das Messer, die Münze und die ungarischen Uniformknöpfe. Das ist alles sehr interessant dort in dem Wald. Was wir noch gefunden haben, seht ihr im nächsten Teil und am Ende des nächsten Teils. Da zeige ich euch natürlich alle Funde, die wir dann bis dahin gefunden haben, nochmal im Detail und erzähle nochmal eine Kleinigkeit drüber. Aber das war's jetzt erstmal mit Part 2. Und ich hoffe, ihr seid beim dritten Teil wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Sondeln. Bis zum nächsten Mal.